YouTube hat mal wieder die Einstellung geändert. Wenn ihr weiterhin alle Neuheiten und Informationen zu meinem Kanal erhalten wollt, dann drückt hier den Abonnieren-Button, falls noch nicht geschehen. Drückt hier auf dieses Symbol und wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr hier einen Haken. Ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten. Dann drückt ihr hier auf Speichern und schon sollte das Ganze aktiviert sein. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. YouTube. Und das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter, hier ist Fledermausland. Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Ihr kennt das Problem, ihr seid in einer öffentlichen Lobby, wollt eure Vorräte verkaufen und euch fucken 100.000 andere Spieler ab. Gut, bei mir sind jetzt nicht so viele in der Lobby, 11 Leute, reicht aber auch schon. Es reicht einer, dass er euch einfach richtig die Tour vermasseln kann und euch tierisch abfacken. Beispielsweise, er nimmt einen Raketenwerfer, sprengt euer Fahrzeug in die Luft oder sprengt euch in die Luft, tötet euch, wie auch immer. So schlägt die Mission fehl und das ist ja wirklich ein Scheiß. Generell gibt es die Möglichkeit einfach, dass wir alleine in einer öffentlichen Sitzung sind. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Ich zeige das auf PC. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Ganze auf der PS4 zu machen und auf der Xbox. Auf der Xbox weiß ich nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe nur mal nachgelesen. Da heißt es, man muss einfach in die Einstellung gehen, auf Verbindungstest und einmal das Internet testen. Wenn ihr das dann gemacht habt und zurück ins Spiel geht, dann solltet ihr normalerweise alleine in einer öffentlichen Lobby sein, beziehungsweise die ganzen Spieler sollten rausfliegen. Bei der PS4 funktioniert es ähnlich. Ihr müsst auch wieder in die Online-Einstellungen rein, da müsst ihr einen Wert verändern. Was ich auch noch gelesen habe, weiß ich aber auch nicht sicher, da ich einfach keine PS4 habe, um das Ganze zu testen. Ihr müsst einfach nur auf Wi-Fi gehen und das Ganze dann benutzerdefiniert einstellen. Aber wie gesagt, wie das Ganze sicher funktioniert, weiß ich nicht. Allerdings verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung Zeddy, das ist auch ein GTA-YouTuber, ich denke mal, die meisten müssten ihn kennen. Der hat da auch ein Video drüber gemacht, der zeigt das Ganze, wie das auf der PS4 genau funktioniert, mit welchen Werten und wie auch immer. Wie gesagt, schaut einfach bei ihm vorbei, lasst ein Abo da, der ist wirklich sehr aktiv, kann man auf jeden Fall mal machen. Okay, aber darum geht es gar nicht. Wie gesagt, ich zeige euch das Ganze, wie das auf PC funktioniert. Zunächst mal müsst ihr im Spiel sein, denke ich mal ganz klar. Ich bin in der öffentlichen Lobby, ihr seht, 11 Leute sind bei mir. Als nächstes, wenn wir im Spiel sind, öffnen wir unseren Taskmanager. Steuerung, Alt, Entfernen. Sollten, denke ich mal, die meisten kennen. Okay, wenn wir jetzt den Taskmanager geöffnet haben, dann gehen wir hier einmal, normalerweise sind wir hier, gehen wir hier einmal auf Leistung und hier unten auf Resource Monitor. Im Resource Monitor sind wir jetzt normalerweise hier in der Übersicht. Jetzt gehen wir hier auf CPU. Wenn wir hier auf CPU sind, dann suchen wir GTA 5 Exe. Wenn wir GTA 5 Exe nicht direkt finden, dann geben wir ein oder drücken wir einfach einmal G auf der Tastatur, dann springt er auf alles, was mit GTA zu tun hat. Wenn wir dann bei GTA 5 Exe sind, das ist so blau hinterlegt, dann machen wir einmal einen Rechtsklick da drauf und halten diesen Vorgang an. Jetzt einfach hier Vorgang anhalten, das Ganze einmal bestätigen und jetzt warten wir so 10 bis 15 Sekunden. Okay, müsste schon reichen. Jetzt gehen wir wieder auf Rechtsklick und machen Vorgang fortsetzen. Wenn wir den Vorgang dann fortgesetzt haben, dann einmal wieder zurück ins Spiel wechseln. Nur Taskmanager, den müssen wir mit X schließen, sonst ist es fällt die ganze Zeit im Vordergrund. Jetzt sehen wir schon links an der Seite, die ganzen Spieler haben das Spiel verlassen. Wenn wir jetzt hier reinschauen in die Spielerliste, sehen wir GTA Online öffentlich und ich bin komplett alleine drin. Ich zeige euch jetzt auch noch kurz, dass es wirklich funktioniert hat. Ich glaube, hier ist meine Kommandozentrale. Ich meine mal, ich bin mir aber nicht sicher, dass man die Missionen hier zum Beispiel nur starten kann, wenn man wirklich in einer öffentlichen Lobby ist. Bin ich mir jetzt allerdings ganz absolut nicht sicher. Aber zumindest seht ihr dann auf jeden Fall, dass das schon mal funktioniert. Hier gehen wir einfach, okay, ich bin kein CEO, das kriegt man aber schnell gemacht. So, schon sind wir CEO. Hier ein Anmelden und wir sehen schon, wir können hier die Mission starten. Natürlich braucht man dafür einen zweiten Mann oder halt muss mehrere Leute sein, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Ich glaube, zu zweit geht das. Ich mache das immer über das Schnellstartmenü, wenn ich sowas mache. Das ist auf jeden Fall eigentlich eine echt krasse Sache. Aber darum geht es auch schon wieder gar nicht mehr. Ich schweife schon wieder viel zu weit ab. Ihr habt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Es funktioniert so immer zu 100%. Also ich habe es jetzt 5-6 Mal probiert und es hat jedes Mal direkt beim ersten Versuch geklappt. Ihr werdet nicht komplett rausfliegen, weil früher ging das ja mit dem Internetstecker ziehen, dann einfach 5 bis 8 Sekunden warten, Internetstecker rein. Haben sie aber irgendwie rausgemacht, also wurde gepatcht in dem Fall. Ihr werdet sonst direkt aus einer Lobby fliegen. Habe ich auch des Öfteren probiert, funktioniert definitiv nicht mehr. Die Methode ist ja eh viel einfacher, weil ihr einfach nicht, ich sag mal, unter euren Schreibtisch krabbeln müsst und den Stecker ziehen.
Wie gesagt, die Methode für die PS4 verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Von meiner Stelle aus war es das schon wieder. Lasst noch einen Daumen oder einen Kommentar da, wenn das Ganze euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.